Herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind wieder mal in der Waffenkammer, da ich jetzt den zweiten One Piece Charakter hier eingebaut habe. Und zwar ist das der gute Ace. Hier ist er verletzt, im Manga ist er leider gestorben. Das hat mich sehr mitgenommen, er ist nämlich mein Lieblingscharakter gewesen. Und danach habe ich noch ein bisschen weiter gelesen, aber das dann eigentlich aufgehört. Weil es in der Welt ohne Ace kann ich mir nicht vorstellen. Mittlerweile habe ich so ein bisschen den Bezug zu One Piece verloren. Aber Ace wird immer noch in meinem Herzen weitergetragen. Deswegen darf er hier auch mitmachen und hoffentlich nicht noch ein zweites Mal sterben. Nach den letzten beiden Missionen, die ein reines Massaker waren, wir 10 verwundete Soldaten haben. Mit sehr langen Verwundungszeiten, weil das Kriegszentrum noch nicht fertig ist. Weiß ich nicht, wie die Reise hier weitergeht in dieser Kampagne. Wir haben seltsame Übertragungen empfangen. Es klingt wie Deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder auf die Karte, machen mal ein bisschen weiter, hoffen, dass wir so langsam wieder ein bisschen Commander, erfolgreicher werden. Wir haben den Ort ermittelt, von dem aus Big Sky abgehoben ist. Keine erkennbaren Lebenszeichen. Moment, ich hab da vielleicht was. Ein schwaches Signal über einen offenen Kanal. Eine besondere Gefahr da. Sollte auf jeden Fall. Ist das Walen? Wir haben nichts mehr von ihr gehört, seit das Hauptquartier zerstört wurde. Commander, wenn die Chance besteht, dass Sie oder Big Sky noch am Leben sind, müssen wir dort runter. Ja, das ist der zweite DLC. Wir untersuchen das einfach Ranger mal. Berechnet neuen Kurs. Ich registriere eine Vielzahl von ungewöhnlichen Energiesignaturen in diesem Gebiet, Commander. Ich messe Energieschwankungen, starke Hitze, psionische Aktivität. Alles Zeichen eines möglichen Kampfes. Wir sollten uns beeilen. Commander, Sie und ich wissen, wie wichtig Walen für unsere Bemühungen war. Sie war unsere leitende Wissenschaftsoffizierin, eine unserer wichtigsten Ressourcen. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich diesen Einsatz gerne persönlich leiten. Ich habe Sie aus den Klauen von Advent befreit. Vielleicht kann ich dasselbe für Walen tun. Ja, nachdem wir den ursprünglichen Standort des Sky Rangers trianguliert haben und seiner Spur gefolgt sind, sehen wir eine steinige Ausbuchtung voller Geröll. Von oben gibt es kaum Hinweise darauf, was hier geschehen ist. Den werden wir jetzt auch noch nicht machen. Ja, wir gehen einmal hier den Bandenkrieg untersuchen. Die Belohnung ist ein Guerilla-Einsatz. Was in dem Sinne nicht schlecht ist, war, dass wir halt ein düsteres Ereignis verhindern können. Avenger berechnet neuen Kurs. Fortschrittliches Kriegszentrum. Endlich. Einsatzbereit. Es ist endlich fertig. Sehen wir uns natürlich sofort an. Wir werden natürlich unsere Stacy hier reinsetzen, damit unsere Soldaten jetzt endlich verringerte Verletzungszeiten haben. Einer ist schon wieder erholt. Wer hat sich schon erholt? Ach, der César. Ja, hier haben wir nur noch einen Tag, zwei Tage, vier Tage. Jetzt sieht das alles wieder viel besser aus. Und wir sind bald nicht mehr unterbesetzt. Sind wir jetzt schon nicht mehr, weil wir 5 Soldaten zur Verfügung haben. Wir scannen weiter. Wir haben sie endlich. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ja. Diese magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab. So, Magnetwaffen. Nachdem wir endlich die Gauss-Gewehrtechnologie genauer untersuchen konnten, mit der Advent die Truppen ausrüstet, bin ich
ziemlich sicher, dass wir ein ähnlich effektives Magnetwaffensystem entwickeln können. Die naheliegende Frage, warum wir nicht einfach die Edwin-Waffen selbst verwenden, wurde von Widerstandstruppen auf dem Schlachtfeld schon früh gestellt. Vor einigen Jahren haben die Aliens begonnen, eine Art Genverifizierungscode in ihre Waffen einzubauen, der bewirkt, dass sie von keiner Spezies mehr eingesetzt werden können, deren DNA nicht vorher kodiert wurde. Leider setzt das System auch tödliche Gewalt gegen arglose, nicht autorisierte Benutzer ein. Eine Tatsache, die wir bei den Widerstandszellen, mit denen wir in Kontakt stehen, möglichst schnell publik machen sollten. Was unsere eigene Variante der Technologie anbelangt, haben Dr. Shen und ich Teile auf dem Schlachtfeld geborgenen Alienwaffen genommen und ihre Verschlüsselungselemente für die Entwicklung eines zuverlässigen Prototyps verwendet. Wir können gefahrlos mit der Reproduktion des Systems beginnen, sobald die benötigten Materialien verfügbar sind. Daheigen. Genau, wir haben jetzt Magnetgewehr, Splitterkanone, Magnetpistole zur Fertigung verfügbar und können Gausswaffen erforschen. Genau. Wir haben, die ist sofort verfügbar, die Sektoiden-Autopsie. Kommandant, aufgrund unseres ausgiebigen Erfahrungen im Kampf gegen die Sektoid-Einheit kann die Erforschung der Technologie Sektoiden-Autopsie nun sofort abgeschlossen werden. Das machen wir natürlich auch sofort. Auch wenn die Sektoiden sich seit der Invasion stark verändert haben, hat dieser Prozess ihre Fähigkeit zur Manipulation der Zielenergie eindeutig nicht beeinträchtigt. Nach vollständiger Untersuchung dieses neuen Exemplars können wir womöglich die psionischen Fähigkeiten unserer eigenen Truppen ausbilden. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Vorläufige Autopsie. Die körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. So, vorläufige Autopsie, durchgeführt von Dr. Richard Teigen, diensthabender Wissenschaftsoffizier. Obgleich meine direkte chirurgische Fähigkeit begrenzt ist, weist die genetische Manipulation, die die Aliens an der zuvor als Sektoid katalogisierten Spezies vorgenommen haben, eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Anatomie auf. Während die ersten auf der Erde beobachteten Sektoiden nicht mehr als einen Meter groß waren, sind die heute anzutreffenden Exemplare fast doppelt so groß. Mir ist auch durchaus bewusst, dass die Aliens stetig daran arbeiten, menschliche und Alien-DNA zu kombinieren. Und meine Erkenntnisse sind nur ein weiterer Hinweis auf ihren kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Diese große Sektoiden-Variante hat einen noch höheren Anteil an menschlichem Genmaterial, das mit dem Ziel integriert wurde, die ansonsten begrenzten physischen Möglichkeiten des Originals zu erweitern. In Anbetracht der verbesserten psionischen Fähigkeiten und der gesteigerten Körperkraft würde ich sagen, es ist Ihnen gelungen, Richard Teigen. Wir haben Gedankenschild zur Fertigung verfügbar und die Psionik verfügbar. So, wir werden uns eine Forschung zuweisen, da wollte ich doch auf. Wir können die Gausswaffen erforschen und die Psionik oder die Plattenrüstung. Wir fangen mit den Gauss-Waffen an, dann haben wir erstmal die Waffen alle durch. Dauert auch nur 8 Tage. Danach werden wir uns erstmal der Psionik widmen. Das hat einen Grund, den ihr dann erfahren werdet. Aber wir starten jetzt erstmal mit den Gauss-Waffen. Dank unserer Erkenntnisse der grundlegenden Edwin-Waffentechnologien können wir nun spezialisierte Waffensysteme entwickeln, die Alien-Technologie nutzen, um ihren Energievorrat und Energieverbrauch sowie die Flugbahntreue und Penetrationswirkung auf große Entfernung zu verbessern. Was für ein langer Satz. Auf Basis unserer neu erlernten Magnetwaffentechnologie können wir vielleicht ein Präzisionsgewehr sowie eine Kanonenvariante entwickeln. Zu den langen Sätzen hatte ich mich ja schon geäußert. Mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So. Wir scannen mal weiter. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt.
Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, wir haben gesehen, dass hier ein Balken dazugekommen ist. Noch ist alles in Ordnung. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ja, hier sehen wir dann immer den Avatar-Fortschritt. 4 ist, weil er neu begonnen hat und ein Fortschritt ist dazugekommen. Genau, abgeschlossene Guerilla-Einsätze haben wir 1, abgeschlossene Beutezüge 1, kontaktierte Region 2, Widerstandsgerüchte untersucht 2. Wir kriegen 226 Vorräte. Genau, nächster Vergeltungsschlag schon in 2 Wochen, das ist nicht mehr lange. Und wir haben einmal, dass ein Maulwurf da ist, das heißt, der Vergeltungsschlag wird einmal reduziert. Und ja, dass die Vorratslieferung um 50% verringert wird. Das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Und für 20 Info können wir dieses verdeckte Ereignis aufdecken. Werde ich aber nicht machen, weil ich auf jeden Fall, wenn wir einen Guerilla-Einsatz haben, dieses düstere Ereignis verhindern möchte. Das ignorieren wir. Ich möchte hier noch einmal schnell... Taktisches Missionsgebiet gefunden. Scannen. Jetzt haben wir den Guerilla-Einsatz. Ja, okay. Wir werden aber erstmal den Guerilla-Einsatz machen. Jetzt bombardieren sie uns hier. Genau, Vorratslieferung, das ist doch schon mal ganz gut. Wir müssen hacken. Ich glaube, ein paar sind gerade wieder geheilt gewesen, dann unten links. Ist mittel, ist gar nicht, also gar nicht so schlecht, dass wir jetzt schon 5 Soldaten mitnehmen können. Und dann bestätigen wir mal den Einsatz. Setze Kurs auf Sektor 13, Südafrika. So, erstmal bringen wir alle hier weg. So, wer ist denn schon wieder alles verfügbar? Wir haben gesehen, Max ist verfügbar, der darf mal wieder mit. Der Steve darf mal wieder mit. Mein Ranger ist leider noch verwundet, das ist nicht so gut. Wir nehmen einmal unseren Spezi mit, unseren Hecken. Ist das unser Heckspezialist oder war das der andere? Also die andere. Nehmen wir sie noch mit als zweiten Spezialisten und ja, den Slash. Wir haben nur noch Scharfschützen übrig. Dann nehmen wir den Slash mit, der ist schon charakterisiert. Der Ace ist, glaube ich, noch... Warte, wir entfernen nochmal. Ace ist, glaube ich, noch verletzt. Wo ist er denn? Da, ja. Ne, dann nehmen wir den Slash mit. So. Ich will einmal kurz gucken, wer jetzt von den beiden den Hack-Bonus abbekommen hat. Hacken ist 55. Er ist unser Hack-Spezialist. Der Cesar. Der Grenadier kriegt die Granaten. Er hat den Energieschattenhüter. Das ist gar nicht so schlecht, dass er ihn hat. Denn er, Steve wird unser Rebo-Sniper. Der trifft sowieso dann recht. Also der wird mit seiner normalen Pistole relativ gut treffen. So, was haben wir denn noch? Er kriegt einfach mal die Frostbombe. Ausrüstungsstelle freigeben. Die Frostbombe. Ranger haben wir ja nicht. Dann kriegt er einmal die Rauchgranate. Haben wir einfach alles mal verteilt. Dann starten wir den Einsatz. Ja, sehr ungewöhnliche Truppenbesetzung, geht aber gerade nicht anders. 2 Spezies, 2 Sniper, 1 Grenadier. Wobei Spezialisten keine schlechte Klasse sind, die sind echt vielseitig einsetzbar. Mag ich sehr gerne. Und da ist es, Ranger ist natürlich OP, aber haben wir jetzt gerade nicht. Müssen wir mit leben. Sky Ranger, Man ist bereit für Einsatz. Dann starten wir einmal die Operation.
Ich hoffe, es läuft jetzt besser als die anderen beiden. Die sitzen noch ein bisschen in den Knochen. Wir suchen jede Möglichkeit, um Informationen zum Projekt der Aliens zu bekommen. In diesem Fall müssen wir eine ihrer Einrichtungen infiltrieren, um über ein ungeschütztes Terminal auf ihr Netzwerk zuzugreifen. Feindliche Truppen werden vor Ort sein. Wir müssen also alle Bedrohungen ausschalten, um das Gebiet zu sichern. Bergen Sie, was immer es zu bergen gibt. Wir brauchen diese Daten, um sie aufzuhalten. So, Operation Bernsteinfarbener Brand. Ja. Auch ein Operationsname, mit dem ich nicht viel anfangen kann. So, es darf jetzt gerne losgehen. Wir sind doch alle heiß. Wir wollen ein paar Aliens den Kopf wegschießen. Na, dann geht's ja doch los. Na, liebes Spiel. Das hat Meine Science 5-4 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Ja, da hinten ist die Workstation. Wir haben nur 7 Runden Zeit, das zu hacken. Wie es aber in der Mission weitergeht, wie wir sie bestreiten werden, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.